Purulentes Sputum, Dyspnoe und bilaterale Bronchi. Welche Art von Pneumonie verursacht so ein Exanthem? Legionärskrankheit. Die Ursache sind meistens Lüftungssysteme wie in Kongresszentren, ESS-12. Zuerst werden Sie das Urinantigen untersuchen. Vielleicht ist er Mitglied in der Loge. Weiter. Pilze. Exzellent. Vielleicht waren die Logenbrüder ja in der Höhle. Hm. Chlamydienpneumonie. 12-Jährige haben keinen Sex. Ihr Fehler. Das war's? Sonstige Möglichkeiten? Was wäre, wenn wir mal rückwärts denken? Der Ausschlag war zuerst da und löst die Pneumonie aus. Interessant. Rickettsia. Zeckenbiss. Zeckennymphen sind jetzt aktiv. Das sind blutdürstige kleine Bastarde. Der Ausschlag wäre dann pustulöser. Nicht immer. Und es gibt nur einen Ausschlag, der dazu passt. In Jersey ist es wahrscheinlich die Leimkrankheit. Na gut. Er bekommt die V-Flüssigkeit und das Cefuroxim zur Absicherung. Biopsieren Sie den Ausschlag. Und wiederholen Sie die Anamnese. Selbst wenn wir nicht erfahren, was es verursacht, müssen wir herausfinden, ob der 12-Jährige schon Sex hatte. Wo ist die Maschine? Wir sind schon dran vorbei. Da die Atmosphäre etwas geladen war, dachte ich, eine Pause wäre gut für dich. Dein Dad ist ziemlich angespannt, oder täusche ich mich? Ja, er war mal bei der Air Force Testpilot. So eine richtige Top Gun-Nummer. Er ist Mach 3 geflogen. Ist nicht so leicht wegzustecken. Ich bin wohl eher so wie meine Mom. Hör zu. Ehrenwort, dass ich den Mund halte, aber ich muss es wissen. Du hattest definitiv keinen sexuellen Kontakt, egal welcher Art. Schön wär's. Weißt du was? Noch stehen die Mädels auf die coolen Typen, aber wart's ab, in ein paar Jahren stehen sie ganz sicher mehr auf die klugen. Das wird schon. Können Sie ein Geheimnis behalten? Das muss ich. Ist mein Job. Ich bin verflucht. Ich bin's. Kein Scheiß. Bei der Seance, die Sie da veranstaltet haben, spuckte das Ding meinen Namen aus und hat gesagt, ich würde sterben. Vor- und Nachnamen? Denn wir haben da oben noch einen. Der ist ziemlich alt und krank. Nein, er meinte mich. Mir klebt das Pech an den Händen. Vor langer Zeit habe ich einen Spiegel zerbrochen. Eine Woche danach haben sich meine Eltern für immer getrennt. Meine Eltern haben sich auch getrennt. Jedes Kind glaubt, es sei seine Schuld. Ist es aber nicht, Gabe. Was ist mit sonstigen Aktivitäten? Hast du irgendwo draußen rumgespielt, an einem Platze, von dem deine Eltern nichts wissen dürfen? Warst du vielleicht irgendwo, wo du nicht sein durftest? Oh Mann. Gabe. Es ist wichtig. Ein Geheimclub? Was ist daran geheim? Dass es immer noch Kinder sind? Hm? Er war auf dem Dachboden hingefallen, hatte sich den Arm aufgeschürft und dann den Ausschlag gekriegt. Er sagte, da oben hat sehr schimmlig gerochen. Pilzpneumonie. Ganz ohne Höhlenbesuch. Clever. Ich besorge uns eine Probe. Wartet, wartet! Ich hab nichts dagegen, dass ihr hier seid. Sind Sie ein Cop? Ein Arzt. Ich behandle Gabe Rylick. Er sagt, er sei auf irgendwelche Rohre gefallen. Ja, irgendwo da hinten. Wo, hier? Ja. Hat sich einer von euch in letzter Zeit krank gefühlt? Ausschlag gehabt, Schnupfen, irgend sowas? Nein. Keine Baumwolle. Ich würde sagen Tierhaare. Holen Sie mir das CT. Oh Gott. Es ist übertragbar durch infiziertes Tierhaar. Aber die Gramfärbung hätte gezeigt... Nein, das Cefuroxim hat einen Teil abgetötet und das Resultat verschleiert. Er braucht Leverquin. Also, was hat er? Anthrax. Gehört das Haus vielleicht Saddam Hussein? Möglicherweise ist er tatsächlich verhext. Hören Sie sich das an! Paradoxe Atmung. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass sich die Atemwege verschließen. Ist das Anthrax daran schuld? Jetzt stillhalten, Gabe. Das wird jetzt etwas unangenehm. Keine Bange, es ist gleich vorbei. Da sind Knötchen im Rachen. Atemwege verschlossen? Wir müssen intubieren. Ativan. 3 Milliliter aufgezogen. Thank you.
Wege sind zu eng. Was ist los? Was ist los? Sie bringen um! Jeffrey, lass sie ihre Arbeit machen! Der Weg ist zu eng. Ich brauche einen kleineren Tubus. Wir tracheotomieren. Kleineren Tubus. Alles ist gut. Ein Junge erkrankt an Anthrax, ist aber allergisch gegen zwei Antibiotika. Ich möchte hier ja niemandem auf den Zeh treten, aber ist es möglich, dass Sie sich irren? Aber der Ausschlag ist klassisch für Anthrax. Die Farbe nicht. Der Ausschlag ist nicht schwärzlich. Keine Nekrose, kein Anthrax. Eine Nekrotisierung kann theoretisch 2 Wochen dauern. Das hier ist IV-Methotrexat, ein Entzündungshemmer. Es sollte die Schwellung abklingen lassen und dich wieder gesund machen. Stopp! Mein Gott, es ist schwarz. Nekrose. Es ist definitiv Anthrax, kann aber definitiv nicht Anthrax sein. Es verursacht keine Knötchen im Rachen. Die einzig mögliche Erklärung ist, der Junge hat Anthrax und Sarkoidose. Na klar. 2 unglaublich seltene Krankheiten, die zufälligerweise zur selben Zeit auftreten. Es sei denn, du hast eine bessere Theorie. Anthrax plus eine allergische Reaktion. Dann ruf doch gleich beim Fernsehen an, denn das wäre eine höchst bizarre Reaktion. Ach, kommen Sie. Sie könnten durchaus beide Unrecht haben. Sein Zustand hat sich verschlechtert. Jetzt ist die ganze rechte Hand und der Unterarm gelähmt. Und das Fieber ist wieder da, ist bei 40,6. Wenn wir die Nervendegeneration nicht stoppen, bleibt er lebenslang gelähmt. Glücklicherweise wäre das nicht länger als etwa eine Woche. Okay, also. Ich habe gesagt, wir sollten das Zytoxan absetzen. Es ist eine toxische Neuropathie. Wir haben ihn mit Medikamenten vollgepumpt gegen eine Krankheit, die er gar nicht hat. Vielleicht ist es wirklich neurologisch. Was für eine Art Hirnprozess würde eine gelähmte Hand verursachen, Hautläsionen und geschwollene Knötchen im Rachen? Ich glaube, Robert hat recht. Er sagte multiple Neurofibromatose. Sagen Sie das vielleicht um der familiären Harmonie willen oder ist da auch etwas Medizinisches im Spiel? Es passt besser. Wie schade. Ich habe auf den ersten Grund gehofft. Dazu wollte ich meine Kamera holen. Ich will ein CT, und zwar vom Gehirn. Was hat Ihnen das CT gesagt? Nichts. Au! Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schmerzhaft? Nicht halb so schmerzhaft, wie eins in die Fresse zu kriegen. Tun Sie es nicht. Es würde Sie treffen. Die Karpaltunnel-OP hat offenbar nichts gebracht. Wer sind Sie? Die Kinder nennen mich Onkel Greg. Dein Dad hatte nie das Karpaltunnel-Syndrom. Sie haben Dr. Chase von 2 obskuren Krankheiten erzählt. Woher wissen Sie davon? Ich habe davon im Internet gelesen. Und wonach haben Sie gesucht? Nach 2 Krankheiten aus Asien, die nicht zu Gapes passen? Gehört haben Sie davon in Asien. Aber ich war nie in Asien. Sie haben es wahrscheinlich nur vergessen. Ich werde Ihr Gedächtnis mal auffrischen. Ein weit abgelegenes, lausiges Dorf. Sehr enges Quartier, ungefähr ein Jahr lang. Na, erzähl. Ich rufe Dr. Cuddy. Entschuldigen Sie, was hat das mit unserem Sohn zu tun? Dein Dad ist unheimlich sauer. Nicht zu Unrecht. Er kommt hierher und erwartet von uns besondere Leistungen, weil er dem Krankenhaus sehr viel Geld gespendet hat. Reden Sie nicht so mit meinem Sohn! Ich mache ihm nur meinen Job. Meine Pflicht ist es... Aufhören! Was ist hier los? Da ist nur eins, was Sie unbedingt tun sollten. Die Wahrheit sagen. Oder Ihr Sohn wird sterben. Wie lange waren Sie in Asien? Das ist eine einfache Frage. Zwei Jahre. In Indien. Wieso sagst du dem Arzt nicht die Wahrheit? Das war 87 und 88.